Ja, dann heiße ich euch recht herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz anlässlich unseres Spiels am kommenden Freitag, den 11. März, Anschluss um 19 Uhr. Sub-Halbs-Derby, FC 08 Homburg gegen FK Pirmasens. Zunächst aber nochmal ein Danke an die zahlreichen Spenden, die vergangene Woche eingegangen sind für die Fahrt in die Ukraine durch unseren ehemaligen Physio Michael Sonntag. Dafür vielen herzlichen Dank. Und noch als zweite Info, der Ticketvorverkauf zum Saarland-Pokal ist gestartet. Tickets gibt es online sowie auf der Geschäftsstelle. Ja, bei mir wie immer unser Trainer Timo Wenzel und von Seiten der Spieler Marc Ristel. Marc, wir fangen mit dir an. Du hast verlängert bis 2024. Fühlst dich wohl im Saarland? Das waren die Gründe für die Verlängerung. Ja, also ich habe auch häufig mit dem Trainer gesprochen. Und mit den Verantwortlichen. Ich bin mir sicher, dass die Ziele in den kommenden Jahren mit meinen übereinstimmen, dass wir hier noch nicht am Ende sind mit Platz 6. Klar, aktuell lohnt sich ein Blick auf die Tabelle nicht, aber ich bin zuversichtlich, dass wir kommendes Jahr und auch über nächstes Jahr, aber klar, das ist alles Zukunftsmusik, eine weitaus bessere Rolle spielen können als dieses Jahr. Danke dir, Marc. Und dann kommen wir auch schon zu dir, Timo. Spiel gegen FKP. Gute Erinnerung ans Hinspiel beim Sieg. Was sind deine, ja, was für einen Gegner erwartest du morgen und welcher Kader steht dir zur Verfügung? Ja, übermorgen, Freitagabend, schönes Spiel zu Hause, Derby. Pirmasens waren in den letzten Jahren, letztes Jahr in Pirmasens haben wir natürlich gewonnen. Das war mein allererstes Spiel mit den Jungs. Haben wir leider in der 90. plus 3, glaube ich, das 1-1 bekommen, was, glaube ich, 5 Meter abseits war. Deswegen haben wir gute Erinnerungen an Pirmasens, aber nochmal, es ist ein Derby. Pirmasens wird alles in die Waagschale werfen, um hier zu punkten. Bei denen geht es um alles. Es geht um den Nichtabstieg. Sieht natürlich jetzt nicht so toll aus für Pirmasens, aber es ist wie so ein angeschlagener Boxer, wo man nicht weiß, wie er performt am Wochenende. Aber nochmal, wir haben jetzt zwei Siege in Folge, wir haben eine breite Brust. Das haben sich die Jungs hart erarbeitet. Ich habe es den Jungs diese Woche auch gesagt, dass sie allein dafür zuständig sind, dass sie die zwei Spiele gewonnen haben und dass wir diesen Lauf einfach mitnehmen müssen und dieses Selbstbewusstsein. Und die Woche war sehr aggressiv im Training, haben auch das nochmal forciert, dass wir das dann auch nochmal trainieren. Und von daher haben wir eine gute Woche gehabt und zur Personalie ist es so, dass leider Muko Busiane bzw. Munir Busiane wahrscheinlich ausfallen wird. Die Wade ist noch nicht ganz gut verheilt. Dann Mika Gilcher hatte am Wochenende in der U23 gespielt, hat dort einen Schlag bekommen, trainiert vielleicht morgen dann wieder. Und bei Marco Hingel ist es so, dass durch das Spiel auf Kunstrasen die Leiste ein bisschen zugemacht hat. Der hat zwar heute trainiert, aber es ist ein bisschen schlechter geworden. Deswegen müssen wir bei Ingo auch noch warten, was da die nächsten zwei Tage passieren. Und das ist so der Kader. Also es kommt keiner dazu, sondern es kann der ein oder andere wieder noch wegfallen. Und von daher nochmal, ich habe gesagt, wir jammern nicht, wir nehmen es so, wie es ist. Und werden am Freitag 11 Spieler da haben, die alles dafür geben, das Derby zu gewinnen. Danke dir, Timo, und eure Fragen bitte. Das heißt, Luca Plattenhardt ist immer noch nicht so weit. Genau. Jetzt zu Marc Ristel vielleicht noch eine Frage. Wie siehst du denn das Derby? Ja, Freitagabend, 19 Uhr, Flutlichtspiel, Derby, was will man mehr? Hinrunde haben wir 1-0 gewonnen. Und ich denke, es wird genauso intensiv und wir sind vorbereitet. Deswegen habe ich riesen Bock drauf. Herr Wenzel, jetzt sag mal, in den letzten beiden Spielen Mainz erstmal den Tabellenführer geschlagen, 60 Minuten, wie ich finde, herausragend Fußball gespielt. Am letzten Mal gegen den TSV war schwerer, war glaube ich auch Kunstrasen, war irgendwie auch die Atmosphäre ein bisschen komisch, fand ich auf dem Platz. Trotzdem souverän gewonnen.
Wenn man jetzt die Saison mal so aktuell betrachtet, nach unten geht wohl nicht mehr viel, also man braucht sich keine Sorgen machen, nach oben ist aber auch ziemlich weit weg. Denken Sie da manchmal noch an die Bummelspiele, sage ich mal, die man wirklich, also ich kann mich an zwei, drei Spiele erinnern, die da wirklich extrem unnötig verloren haben? Also man muss ja immer nach vorne blicken und man darf immer nicht so nach hinten schauen, aber wenn man dann die Tabelle sieht, dann denkt man sich schon, was wäre wenn, aber es bringt einfach nichts. Von daher hätten wir vielleicht den einen oder anderen Gegner geschlagen, dann hätten wir vielleicht das ein oder andere Spiel vielleicht nicht gewonnen. Von daher, aber trotzdem, wir glauben schon, dass wir uns selber gut einschätzen können und auch von Anfang an gesagt haben, dass mit dieser Mannschaft und mit diesem Verein einfach was möglich ist. Aber da musst du halt jede Woche am Limit spielen und das haben wir halt in vielen Spielen wirklich gut gezeigt und auch in vielen Spielen dann nicht. Diese Konstantheit fehlt leider uns. Aber deswegen stehen wir da, wo wir sind und wollen natürlich Woche für Woche noch drei Punkte einfahren. Es geht um Punkte, es geht um Prämie für die Jungs, es geht um neue Verträge. Also da müssen wir uns jede Woche stellen und probieren, unter der Woche genauso Gas zu geben, wie es auch vor ein paar Wochen der Fall war oder vor ein paar Monaten. Wir sind professionell und gehen mit der Sache auch professionell um. Aber den ersten und zweiten hat man geschlagen, also kann man eigentlich jeden schlagen, oder? Ja, kannst du aber dann auch gegen jeden verlieren. Also das ist dann die große... Das sieht man auch bei Ulm, die stocken gerade ein bisschen, ja, Offenbach genauso, Mainz gerade, Elversberg ist momentan die Mannschaft, die, glaube ich, einen sehr guten Lauf hat und auch zu Recht auch jetzt da steht, wo sie nochmal hingehören. Und von daher sind es immer diese 5-6 Mannschaften, die um die ersten 5-6 Plätze mitspielen. Muss man für das Derby am Freitag irgendjemand motivieren oder ist das schon gar nicht nötig? Marc muss ich nicht motivieren. Den einen oder anderen vielleicht ein bisschen mehr, aber na, ich glaube, dass die Jungs einfach zu Hause nach zwei so Spielen, zu Hause vor den eigenen Fans, Flutlicht, danach ist Wochenende und wenn man dann am Freitagabend gewinnt, dann hat man ein perfektes Wochenende, dann hat man mal einen Tag frei und dann kann man das auch genießen und deswegen heißt es auch 90 Minuten alles raushauen und danach können wir uns erholen. Noch zwei Fragen zu den im Winter neu gekommenen, wie ich finde, sehr großen Gewinnen für die Mannschaft. Wäre da noch mehr möglich gewesen in der Saison, wären die von Anfang an dabei gewesen? Also weil sie sind zumindest aus meinen Augen extreme Verstärkung. Ja, das kann man jetzt so nicht sagen, weil wir hatten ja auch mit Hoffmann am Anfang Spieler dabei. Hoffmann, Lodes weiß, Daniel ist jetzt verletzt. Spieler auf der Position. Von daher haben wir gesagt, müssen wir im Winter was machen, aber das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil es einfach nicht so war. Aber wir sind froh, dass die Jungs da sind, dass wir da nochmal eine gute Qualität dazu bekommen haben. Und ja, die Jungs müssen es Woche für Woche zeigen und am Freitagabend geht es weiter. Leider wird wahrscheinlich nur einer spielen. Monier, gute Besserung und vielleicht geht es nächste Woche wieder viel weiter. Ich habe mal eine Frage zu den Vertragsverhandlungen. Gibt es da aus Ihrer Sicht irgendwo einen Zeitpunkt, wo Sie fertig sein wollen? Bis Mitte April oder Ende April, weil man ja auch planen muss mit Neuzugängen? Also die Planungen laufen, was Neuzugänge anbelangt. Da haben wir ein großes Portfolio mit den Spielern. Bin ich auch regelmäßig im Austausch mit neuen Spielern. Da muss man sich immer pro Position zwei, drei Optionen aufhalten beziehungsweise auch haben, weil der ein oder andere will vielleicht kommen, aber es funktioniert dann nicht, was vielleicht Vertragslaufzeit, Gehalt etc. anbelangt. Aber da haben wir schon sehr früh angefangen und man hat auch immer mal wieder ein Gespräch, Telefon, man trifft sich. Und, aber es gibt keinen Zeitpunkt, dass wir sagen, jetzt kommt der dazu. Wenn der Zeitpunkt da ist und wir sagen, wir wollen einen verpflichten und alles ist im Reinen, dann machen wir das auch. Klar. Ich meine jetzt mit den... stehen ja noch sehr viele Gespräche mit den aktuellen Spielern aus. Gibt es da irgendwie einen Zeitpunkt, wo es gesagt haben, ich will bis dann und dann fertig sein, dann bin ich mein... Dann also es gibt kein Zeitpunkt, dass wir sagen, wir wollen Mitte Mai durch sein, aber es sind schon in den nächsten Tagen und Wochen sind die Gespräche, weil wir wollen auch, dass den Spielern es dann auch ehrlich sagen und zu den Jungs einfach, weil der eine oder andere hat eine Familie, der eine oder andere ist vielleicht alleine, muss eine Wohnung kündigen etc. Das sind ja auch menschliche Dinge, die man den Spielern dann auch mitteilen will und auch muss. Und einfach ehrlicher Austausch, so war es letztes Jahr, so wird es dieses Jahr wieder sein. Und das wird in den nächsten Tagen, Wochen dann auch passieren.
welche Chancen hat der Onangolo weiterzumachen? Hat er bis jetzt stark angefangen? Muss er das weiter bestätigen oder hat man da schon... Ja, Schako ist ja auch so, er war ja wirklich jetzt mal ein halbes Jahr auch mal vereinslos. Er hat eine Chance hier bekommen, sich zu zeigen. Er hat sich gezeigt, er hat es bewiesen, dass wir da einen guten Fang gemacht haben. Muss weiterhin an sich glauben. Ist noch ein ganz junger Spieler mit 21 Jahren, der jetzt wirklich lange nicht trainiert hat und nicht gespielt hat. Deswegen muss man ihm auch ein bisschen Zeit geben. Ist aber eingeschlagen und werden natürlich mit ihm auch zeitnah natürlich auch sprechen. Das heißt, er sollte seine Leistung jetzt bestätigen, dann hat er gute Chancen. Jeder Spieler ist für sich selber verantwortlich. Und wenn einer gut spielt, dann hat er auch, dann hat er auch das Recht, auch da zu bleiben oder ein Angebot auch dann zu bekommen. Ob er es dann macht oder nicht, ist dann die zweite Frage. Der Marc Christel hat vorhin schon gesagt, also das Ende der Fahnenstange ist wohl noch nicht erreicht mit Platz 6. Gibt es jetzt schon irgendwie konkretere Pläne, dass man sagt, nächstes Jahr wollen wir noch richtig nach vorne angreifen und Schippe drauflegen? Wissen Sie, wenn man als Trainer sagt, man will aufsteigen, dann heißt es gleich, Wenzel will aufsteigen, Verein will aufsteigen. Grundsätzlich ist es so, dass wir eine neue Mannschaft zusammenstellen wollen, eine Mannschaft formen wollen, die in den nächsten ein, zwei Jahren immer wieder einen Schritt weiter nach vorne macht. Was fußballerisch anbelangt, was auch die Tabellenplätze anbelangt, das muss das Ziel des FC Homburg sein. Und das sind die Ziele, glaube ich, weil Marc jetzt gerade da ist, von ihm und von mir persönlich auch. Und dann musst du halt schauen, wie du dann startest. Das ist dann eine neue Mannschaft und von daher, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Wir werden den einen oder anderen Neuzugang holen und auch verpflichten, weil wir wollen auch neues, junges Blut in die Mannschaft reinbekommen. Und ich glaube, dass das auch jedes Jahr oder jedes zweite Jahr dann, glaube ich, auch völlig normal ist. Mit Patrick Lienert geht der Mannschaftskapitän nach Freiburg. Will man das, diese Position an einen anderen Spieler, die noch da sind, vergeben oder will man für ihn einen Führungsspieler holen? Also auch Führungsspieler jetzt oder junger Spieler vielleicht. Es gibt auch junge Spieler auf der Position, die sehr, sehr gut sind, die man noch formen kann und entwickeln kann. Es sind einige Spieler bei uns, die sich in meinen Augen gut entwickelt haben und weitergebildet haben und sich weiter. Und auch, also wir haben uns mit den Spielern jetzt nicht verstärkt, aber die sind besser geworden und sind stärker für uns geworden in meinen Augen und in unseren Augen. Und deswegen gibt es keinen Spieler, dass wir sagen, wir wollen da jetzt einen holen, der erfahren ist oder da. Wir wissen, von dem Sturm werden wir wahrscheinlich was machen müssen, wir werden defensiv was machen müssen. Also es gibt, glaube ich, in jeder Position, wo wir sagen können, da können wir eventuell was machen. Und das sind wir im Austausch und das ist unser Job, den machen wir, um den Problem gut zu machen. Ich habe noch eine Frage zum Spielplan auch. Jetzt hat man in den letzten Wochen deutlich gesehen, dass immer wieder dieses schnelle Umschaltspiel und Angolo tritt an und vorne wird es ein bisschen frei. Vorne geht die Tür so ein bisschen auf, vor allem für links und über rechts dann. Geht dann dem Trainer das Herz auf, wenn so der Plan aufgeht, den man hat, oder ist das gar nicht der Plan? Ja, Sie merken ja auch, dass ich lache, weil es einfach, gerade Söki ist da, der zuhört, und auch Jotti, das sind Dinge, die, wenn man es trainiert und es dann einfach am Wochenende klappt, dann ist es einfach, es gibt im Fußball, glaube ich, als Trainer keine besseren Momente, weil es einfach unheimlich super aussieht, genau das, was man trainiert hat, dass die Jungs es dann umsetzen und dass es gut machen und das ist einfach, da geht einem das Herz auf und wenn man draußen steht, dann lacht man und dann lacht man auch im Bus und lässt das nochmal Revue passieren und wenn wir es den Jungs dann nochmal zeigen, wie gut sie es gemacht haben, dann lachen die Jungs auch, beziehungsweise sagen, hey, wir sind echt gut, aber das willst du als Trainer öfters sehen, aber trotzdem, die Jungs machen es gut und es soll auch weiterhin so sein. Ist der Plan gegen Pirmasens genauso? Ja, man muss sehen, wir spielen zu Hause. Vielleicht werden wir ein bisschen höher stehen. Muss man sehen, muss man abwarten. Weil wir können dann auch nur das machen, welche Spieler wir dann in dem Moment zur Verfügung haben. Und gerade im schnellen Umschaltspiel, wenn du jetzt keine super schnellen Spieler hast, dann macht es auch wenig Sinn. Und deswegen passt man sich dann immer an, wer zur Verfügung steht. Gut,
wenn es dann keine weiteren Fragen mehr gibt, bedanke ich mich recht herzlich für die Runde. Würde sagen, wir sehen uns am Freitag im Waldstadion. Bis dahin eine gute Zeit. Danke dir.